Das ist die Vergangenheit. Du bist an die Vergangenheit angebunden. Du kannst, weißt aber nicht, was dich hält. Ja. Oder was es ist. Ja? Ja. Aber es hindert dich eigentlich an deiner freien Bewegung. Und du versuchst dich erst ein bisschen frei zu machen. Sehr gut. Das ist echt toll. Also hier war ich auch ganz, ganz, ganz lange nicht. Also gewohnt habe ich hier, glaube ich, von 83 bis 86. Das ist ein typischer DDR-Waschlappen mit dem kleinen Karo. Sozusagen mit Selbstauslösung. Also ich habe schon immer sehr mit meinem Gesicht auch gearbeitet. Ne? In diesem zerstörten Land, da wurde ja viel verdrängt, aber da war auch viel Energie. Und später habe ich auch oft gedacht, dass dieser Druck auch ein Katalysator war. Vom Prinzip her, gerade die Einwicklung, das ist so etwas, das ich immer gesucht habe, auch eine Parabel zu finden für mein Lebensgefühl, was ich in der DDR hatte. Die ersten Sachen, wo ich dachte, das ist Kunst, dass ich die gemacht habe, wo ich aus dem Knast wiedergekommen bin. Du machst ja einfach malst ja die Wimpern an, ne? Und dann kommt aus dieser ganz einfachen Prozess dann plötzlich, dass da irgendwas passiert. Und dann läuft dir aus diesen Wimpern dann praktisch das Blut aus dem Auge. Habe ich euch nicht blendend amüsiert? Habe ich euch nicht blendend amüsiert? Auch in diesem Zusammenhang, warum sind die alle nackt? Da war ja eigentlich so die Idee, sich verletzlich zu zeigen und damit auch, ja, damit sich auch in den Weg zu stellen. Ich habe ja 5 Ausreiseanträge gestellt. Und erst als ich mit dem Hungerstreik drohte, beim Telefonat, das wurde abgehört, musste ich in 24 Stunden die DDR verlassen. Ja, dann in so einer Welt, wo man alles machen kann und alles offen steht. Mensch, wir waren junge Frauen, wir wollten einfach leben und lachen und Spaß haben. Hab ich euch nicht blendend amüsiert? Available now on Video on Demand.